Hey Freunde, willkommen zurück im Crashkurs für die Hornet. Wir schauen uns das FPAS-System an, das Flight Performance Advisory System. Das FPAS ist eine Seite der DDIs. Ich nehme mal das rechte DDI, weil das gerade so schön im Schatten liegt. Das linke kann man ja gerade nur bedingt lesen. Ist halt so, wenn die Sonne hinter einem liegt, aber na gut. Auf dem rechten DDI, wie gewohnt, den mittleren OSB unten drücken, bis wir auf der Support-Seite landen und dann auf FPAS, Flight Performance Advisory System. Die Seite zeigt uns eine ganze Menge an Informationen. Sie nimmt uns aber auch eine ganze Menge Arbeit ab, zumindest wenn man Dinge teilweise ordentlich machen will. Grob unterteilt ist sie in zwei Bereiche. Einmal oben über der Trennlinie die aktuelle Performance, die aktuelle Flugperformance. Und Performance meine ich hier nicht, ob ich gut oder schlecht fliege. Hier geht es mehr um Treibstoffberechnungen. Wie viel Treibstoff verblase ich gerade? Wie lange kann ich noch fliegen? Wie weit kann ich noch fliegen? Und was sind die optimalen Parameter dafür? Das meint hier mehr Flight Performance. Im oberen Bereich die aktuellen Parameter. Im unteren Bereich die optimalen Parameter. Und zwar unterteilt in Range. Die linke Spalte geht auf Range. Und die rechte auf Endurance, also links Reichweite, rechts Ausdauer. Das sind so zwei grob unterschiedliche Werte, die in unterschiedlichen Szenarien wichtig sind. Die obere Zeile sagt mir, wenn ich jetzt so weiterfliege, komme ich in 239 nautischen Meilen bei 2000 Pfund Treibstoff raus. Also wenn ich noch 238 Meilen so weiterfliege, dann habe ich noch 2000 Pfund Treibstoff. Die Endurance-Spalte sagt mir, ich kann, wenn ich jetzt so weiterfliege wie jetzt, noch 37 Minuten lang fliegen, bis ich bei 2000 Pfund Treibstoff ankomme. Darunter die Zeile gibt mir die beste Mach-Zahl für meine aktuelle Höhe, und zwar für die beste Reichweite und für die beste Ausdauer, also für die Best Endurance. Darunter die Zeile sagt mir, okay, wenn ich die beste Machzahl fliege, dann kann ich noch 241 nautische Meilen fliegen, wenn ich Mach 0.55 fliege, oder wenn ich Mach 0.41 fliege, kann ich noch 48 Minuten fliegen. Darunter den Bereich kommen wir gleich zu, die nächsten beiden Zeilen, schauen wir uns erst den Optimum-Bereich an. Das ist im Prinzip das gleiche wie hier drüber, aber das sind die optimalen Zahlen. Wenn mir eine größere Reichweite wichtig ist, könnte ich auf 33.000 Fuß steigen, und die Zahl ist abhängig von unserem Gewicht, und da wir gerade kontinuierlich Gewicht verlieren, weil wir Treibstoff verblasen, steigt die Zahl natürlich. Und in dieser Höhe sollte ich eine Machzahl von 0.74 fliegen, um noch 312 nautische Meilen fliegen zu können, bis ich wiederum bei 2000 Pfund Sprit ankomme. Das gleiche nochmal rechts für Endurance. Wenn ich auf 25.000 Fuß fliege und Mach 0.52 fliege, könnte ich noch 44 Minuten lang fliegen. Und einen weiteren optimalen Wert kann mir die FPAS-Page noch geben, indem ich den Climb-Modus aktiviere. Dann kriege ich über der Geschwindigkeit den optimalen Climb-Speed. Also es wäre gerade optimal, mit 305 Knoten zu steigen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich deaktiviere sämtliche Autopiloten und wir steigen mal mit 305 Knoten auf Optimum Endurance. Also auf 25.000 Fuß hoch. Die Werte im oberen Bereich, also Current, die aktualisieren sich, naja, durchgehend. Oh, auf die Warnung kommen wir gleich. Ich hätte nicht gedacht, dass die so früh kommt. Bei dem ganzen Flight-Performance-Zeug geht es eigentlich durchgehend um die Treibstoff-Performance. Also entweder Pfund Treibstoff pro nautische Meile Flugweg für die optimale Reichweite oder Pfund Treibstoff pro Zeiteinheit für die optimale Ausdauer, dass ich möglichst lange fliegen kann. Das Zeug von Hand zu errechnen ist möglich. Für sowas gibt es Performance-Charts. Das ist aber ziemlich mühsam, mühselig und durchaus auch ein bisschen langweilig und langwierig. Deshalb ist die FPAS-Page eigentlich super cool, einem das irgendwie abzunehmen.
Man sieht jetzt auch gerade schön, wie sich der Optimum Climb Speed in Abhängigkeit der Höhe ein klein wenig ändert. So, ich nehme schon mal den Schubhebel zurück. Optimum Endurance unten rechts sind 25.700 Fuß beim Mach.52. Eine Machzahl im Hut steht offensichtlicherweise hier. Und das heißt, die versuche ich jetzt mal zu treffen. Üblicherweise möchte man den Optimum Endurance Speed bei so einem Kram fliegen wie Holdings oder auch wenn man läutert. Läutern ist immer so ein Begriff wie Zeit verstreichen lassen. Wenn man irgendwie schon nahe der AO ist und da irgendwie noch Orbits fliegen muss, möchte man eigentlich runter auf Maximum Endurance, halt um Treibstoff zu sparen, weil wer weiß, was dann in der AO passiert und da braucht man dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Treibstoff. Und deshalb runter auf Maximum Endurance. Optimum Range bietet sich immer an, wenn man auf seinem Bingo-Wert nach Hause fliegt oder generell bei Verlegungsflügen oder so ein Zeug, halt genau dann, wenn es auf optimale Reichweite ankommt. Und ja, mach 0.53, das sind jetzt gerade ungefähr 210, 209 Knoten. Ist für eine Hornet natürlich selbstverständlich absolut nicht schnell, aber das möchte man in der Situation auch nicht. Man möchte ja einfach nur lange durchhalten. Und jetzt könnte ich mich hier schön in so einen 30-Grad-Orbit irgendwie setzen. Ich könnte den Autopiloten anmachen. Und könnte sonstigen Kram machen, während ich hier rumläuter und ganz gemütlich meine Kreise ziehe. Gut, dasselbe nochmal für Optimum Range. Ach, und Optimum Endurance ist sogar die Höhe jetzt gerade mittlerweile gesunken. Die wird natürlich auch durchgehend aktualisiert. Aber nun, gut, wir hatten gerade eben kurz eine Home-Fuel-Meldung. Falls ihr das gesehen habt, auf dem linken DDI kam Home-Fuel. Und ich kann beim FPass einen Home-Wegpunkt einstellen. Wegpunkt Nummer 0 ist gerade eingestellt. Ich kann das durchwechseln. Ich kann jeden beliebigen Wegpunkt auswählen aus den 60 zur Verfügung stehenden Wegpunkten. Wegpunkt 0 standardmäßig die Initial Position, also der Wegpunkt, auf dem ich gestartet bin. Das ist hier in dem Beispiel gerade irgendwo da ganz hinten Batumi Airport. Von da aus bin ich losgeflogen und habe schon ein bisschen Treibstoff verblasen. Und wenn die Meldung kommt, heißt das, okay, das wird eine echt knappe Kiste, an dem Wegpunkt wieder anzukommen, mit noch 2000 Pfund verbleibendem Sprit. Das heißt, das ist nochmal so eine zusätzliche Bingo-Warning, wenn man möchte. Wenn man Home wirklich auf den Home-Airport einstellt, dann kriegt man vom Flight Performance Advisory System eine Warnung, wenn das treibstoffmäßig eine knappe Geschichte wird, da überhaupt noch anzukommen. Das ganze Flight Performance Advisory System rechnet Dinge immer runter mit, okay, bis 2000 Pfund. Also entweder Flugzeit bis 2000 Pfund beim Endurance oder Reichweite bis 2000 Pfund bei Optimum Range oder die Ankunft mit 2000 Pfund Sprit beim gesetzten Home Airport. Wenn ich hier also jetzt mal einfach Gas gebe und dementsprechend mehr Treibstoff verbrauche, wird irgendwann gleich, da ist sie, da kommt die Home Fuel Warning. Und das heißt, hey, ich habe keine Ahnung, ob du noch mit 2000 Pfund bei deinem gesetzten Home Waypoint ankommen wirst. Das ist also eine relativ wichtige Warnung, die man eher eigentlich nicht ignorieren sollte. Ein bisschen den Schubhebel wieder zurücknehmen, irgendwann verschwindet dann auch die Warnung und ich glaube, so ganz langsam müsste ich auch wirklich umdrehen, um da überhaupt noch anzukommen. Climb kann ich auch wieder rausnehmen, brauche ich gerade nicht mehr. Und das FPass hat noch zwei weitere Features. Ich mache mal eben wieder den Autopiloten hier an, dass ich mich nicht so sehr ums Fliegen kümmern muss. Hier unten gibt es noch zwei Zeilen. Das hier sind nur Überschriften. Navigation 2, Time, Fuel Remain und Pfund pro nautische Meile. Je nachdem, was ich im HSI für eine Navigationsart auswähle, Tarkan oder Waypoint, erscheint hier noch eine zusätzliche Zeile. Wenn ich zum Beispiel Waypoint auswähle, das ist jetzt Waypoint 0, Navigation to Waypoint 0, Time 12.08 Uhr und zwar UTC. Das heißt, ich würde um 12.08 Uhr da ankommen, wenn ich jetzt direkt dahin fliegen würde und zwar mit 2800 Pfund verbleibend und ich würde auf dem Weg dahin 17 Pfund pro nautische Meile verblasen. Das funktioniert auch mit Tarkan, wenn ich mal den Tarkan von ich nehme mal nicht den von Batumi, ich nehme mal einen anderen. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir mal Kutaisi hier oben. Channel 44 kann ich da erkennen.
Nehmen wir mal, nein, nicht 144, sondern 44 und machen den mal an. Und da kommt was. Tarkan eingestellt. Und dann wechselt ihr ja auch. Naftu Tarkan, ich glaube DME10 soll das heißen. Da komme ich um 12.03 Uhr an mit 3600 Pfund remaining. Das funktioniert also. Wenn ich jetzt wieder anfange, Gas zu geben, kann es sein, dass wir eine F-Pass Advisory kriegen und dass die, ja, das ist wieder die Home Fuel Warning und dass wir diese Infos verlieren. Ich versuche das gerade mal zu forcieren. Da ist zum Beispiel eine FPASS Advisory, eine Flight Performance Advisory System Advisory und die Advisory sagt mir, damit möchte mir das Flight Performance Advisory System sagen, hey, so wie du gerade fliegst, kann ich hier den Treibstoff echt irgendwie nicht mehr berechnen. Flieg doch mal bitte irgendwie ein bisschen anders. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit hier voll Nachbrenner drin, mache 0,9 Grad schon auf 5000 Fuß und es soll den Sprit berechnen bis zum Wegpunkt 0, also bis zu Batumi. Ich bin gerade zwar mal 14 Meilen von Batumi entfernt, aber hier ändern sich halt gerade Dinge so schnell, dass da kommt das F-Pass gerade nicht hinterher, deshalb verschwindet das hier und es kommt eine Flight Performance Advisory System Advisory. So, ich habe mal umgedreht. Wir fliegen, naja, so ziemlich genau wieder auf Batumi zu mit Mach 0.66. Mach 0.66 entspricht dem am momentanen Optimum, der momentan besten Machnummer. Damit soll ich bis 2000 Pfund runter noch 127 nautische Meilen fliegen können. Wir haben noch 92 bis zum Wegpunkt. Also sollte ich irgendwo bei 2100 rum ankommen, genauer gesagt bei 2146 nach momentan berechneter Performance und das Ganze um 12.14 Uhr. Das fliege ich jetzt nochmal eben durch. Wir überfliegen jetzt gleich Batumi, also unseren Wegpunkt 0. Man kann links im HSI den Überflug quasi beobachten. Und falls ihr gerade während der beschleunigten Phase drauf geachtet habt, irgendwann ist das FPASS-System umgesprungen. Jetzt zeigt es uns nicht mehr die Parameter bis 2000 Pfund an, sondern, naja, wir haben nur noch 2200 Pfund drin. Jetzt zeigt es uns die Parameter bis 0 Pfund an, also bis uns der Treibstoff wirklich ausgeht und so könnte ich immerhin noch 150 Meilen fliegen, bis auch der letzte Tropfen Treibstoff verbraucht wäre. Und jetzt überfliegen wir Batumi. Das scheint alles ziemlich genau hingekommen zu sein, was das FPASS da berechnet hat. Sehr cool. Dann spricht nichts dagegen, dass ich einen kleinen Penetration Descent mache und da unten lande, bevor mir der Sprit wirklich ausgeht. Na, dann haben wir, glaube ich, alles zum Thema Flight Performance Advisory System durchgesprochen. Sehr cool. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, mit den Werten mal ein klein bisschen rum zu experimentieren. Das ist ein wirklich extrem nützliches System, mit dem man, naja, das einem einfach dabei hilft, relativ treibstoffsparend zu fliegen. Denn sind wir ganz ehrlich, sobald man hier die Nachbrenner anwirft, dann schluckt die kleine Hornet doch schon ein kleines bisschen mehr. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!